Herzlich willkommen zur Eröffnung des Ledermarkts 2023. Schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind. Wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. 4 Jahre ist es her, seit der letzte Ledermarkt 2019 über die Bühne ging. Eine lange Zeit, in der viel passiert ist. Aber wenn ich mich hier so umsehe, Sie alle haben sich ganz hervorragend gehalten. Fast so, als hätte es diese 4 Jahre nicht gegeben. Und mal ehrlich, im Rückblick fühlt sich diese Corona-Zeit auch irgendwie unwirklich an. Damals, als man sich nur mit maximal einer anderen Person eines anderen Haushalts treffen durfte oder einen Hund brauchte, um nach 22 Uhr noch auf die Straße zu kommen. Aber nicht nur für jeden Einzelnen von uns waren diese Corona-Jahre eine Zäsur. Auch für die Wirtschaftswelt, für Handel und Gastronomie war das ein Einschnitt. Und auch für unseren Ledermarkt. Denn der musste pausieren. Dass es heute endlich weitergeht, ist alles andere als selbstverständlich. Zu verdanken haben wir das einem Team unerschütterlicher Ledermarkt-Fans. Diese Messe war und bleibt eine Gemeinschaftsleistung. Und deshalb haben wir uns heute entschieden, Vertreter aller Ledermarktmacher aufs Podium zu bitten. Es wird hier oben so voll wie noch nie und das ist nicht das Einzige, was in diesem Jahr neu ist. Damit es losgehen kann, heißen Sie bitte mit mir recht herzlich willkommen, Ladies First, Camilla Bujara, Sprecherin der Werbegemeinschaft Autowelt Bitburg, Eveline Maus, Geschäftsführerin des Wochenspiegels Trier, kommen Sie nach oben zusammen. Herzlich willkommen, Jan. Und weiter geht's. Rainer Nickels, Vorstand der Kreissparkasse Bitburg-Prümmen, wo wir heute hier zu Gast sind. Rainer Nickels. Und vom Gewerbeverein, der Vorsitzende, Lars Messerich. Herzlich willkommen. Und weiter geht's. Volksbank Alte gehört auch fest dazu. Bei uns zu Gast Vorstand Andreas Theis. Schönen guten Morgen. Große Stunde. Und last but not least, komplett sind wir natürlich erst mit Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels. Schönen guten Morgen. Ja, wird ganz schön kuschelig hier, ne? Bei so viel Gewalt am Mann und Frau Power kann ja jetzt nichts mehr schiefgehen. Schnappen Sie sich mal ein Mikro, Herr Kandels. Mal gucken, ob es geht. Scheint. Scheint ja. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, weshalb wir ja hier auch in dieser ungewohnten Mannschaftsstärke auftreten, dass es dieses Jahr nochmal einen Ledermarkt gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Herr Kandels, die Messe stand auf der Kippe. Hätten Sie denn im Januar diesen Jahres gedacht, dass wir uns heute hier zur Eröffnung treffen? Gehofft habe ich es, aber es war tatsächlich, wie Sie sagen, stand ein bisschen auf der Kippe. Mein erster Termin im Kalender 2023 war um 8.30 Uhr am 2. Januar der Anruf von Andreas Theis. Und da habe ich schon gedacht, wenn Andreas Theis persönlich nicht so früh im Jahr anruft, das kann was Gutes heißen, aber er hatte nicht so gute Nachrichten im Gepäck. Denn es war tatsächlich so, vielleicht kann er das auch gleich noch sagen, es war seitens der Volksbank, waren sehr viele Händler angeschrieben und es gab nur sehr, sehr wenige Rückmeldungen. Ich sprach von 20 Rückmeldungen, davon 10 Absagen und ja, ein Zelt damit zu füllen. Und er sagte mir, dass auch der Wochenspiegel vom Haus, ne, dass sie auch ein Problem hatten, Aussteller zu finden. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wir wollten uns dann Mitte, Ende Januar nochmal treffen im gesamten Team, stand das tatsächlich auf der Kippe, wie sich dann so 2 Wochen später noch eine erlösende Nachricht bekam, dass sich nun doch, man sich zusammengerauft hat, eine neue Idee entwickelt hat, die Stadthalle zu bespielen,
Ja, und dann kam die... Aber verraten wir gar nicht. Nein. Und dann kamen die Autowelt und der Gewerbeverein auch mit positiven Nachrichten. Und deswegen war für mich dann Ende Januar klar, jawohl, es ist geschafft. Der Dealermarkt kann stattfinden. Darauf freuen wir uns alle. Mal waren wir im Autozelt, mal waren wir im Handwerkerzelt. Heute sind wir im Kundenzentrum der Kreissparkasse zu Gast. Herr Nickels, was verbindet denn die Sparkasse mit der Autowelt? Sind Sie alle Autofans hier im Team Rot? Ja, sind wir ganz sicher. Und ich glaube, wenn man hier ins Kundenzentrum schaut, dann wird dieser enge Kontakt mit der Autowelt auch sichtbar. Einmal im Jahr machen wir die Türen auf und unser Kundenzentrum wird gefüllt mit den neuesten Modellen der Autohändler. Ja, wo kommt die Verbindung her? Ich denke, Bitburg ist natürlich Bierstadt, aber Bitburg ist auch Autostadt. Und wir haben sehr, sehr viele Händler hier vor Ort. Wir haben ganz, ganz viele Marken vor Ort. Und insofern sind wir als Sparkasse natürlich als regionales Kreditinstitut sehr eng verbunden mit unseren Kunden, mit unseren Autohändlern hier vor Ort. Ja, und damals, das ist schon lange her, im Jahre 1979, da hat dieses Event zum ersten Mal stattgefunden. Man muss sich das vorstellen, vielleicht der eine oder andere kennt die Sparkasse, wie sie damals aussah. Sie wurde neu gebaut in den 70er Jahren. Wir waren ein grüner Teppich, es war ein buntes Holz und ja, das Ganze war sehr modern und ansprechend, aber die Kunden kamen nicht mehr, weil sie einfach Berührungsängste hatten zu diesem modernen Gebäude. Und dann haben die damaligen Verantwortlichen gesagt, wir müssen was tun. Wir können den Tag auf der Tür machen, aber da kommt ja auch keiner. Lass uns einfach ein paar Autos mal ins Kundenzentrum reinstellen. Und das war sozusagen dann auch die Geburtsstunde des Dealermarktes, weil daraus ist dann das gewachsen, was wir in den letzten Jahren kannten und was wir auch dieses Jahr Gott sei Dank nochmal erleben dürfen. Vielen Dank, Herr Linke. Jetzt lassen wir uns noch die beiden Damen in die Mitte holen. Dann geht es nämlich jetzt weiter mit Frau Maus. Vieles ändert sich ja dieses Jahr, aber manches hat dann doch Bestand. Sie waren vom Wochenspiegel bereits vor 10 Jahren so weit. Da haben Sie die Stadthalle erstmals als Ausstellungsbereich entdeckt. Anfangs mit einer Gesundheitsmesse, aus der wurde dann eine Frauenmesse vermutlich, weil nur Frauen sich für Gesundheit interessieren. Und jetzt kommen noch Fitness und Wellness dazu. Wie kommt es zu dieser Neukonzeption Ihres Ausstellungsbereichs? Ja, der Ursprung war damit begründet, dass man die Ergänzung zu den bekannten Themen Landwirtschaft, Automobile und Handwerker eine Ergänzung gesucht hat. So, und dann haben wir gesagt, gut, wir können uns das Gesundheitsthema vorstellen, das sicherlich in erster Linie ein Frauenthema leider Gottes immer noch ist. Das war aber jetzt nicht der Grund, das zu verändern. Wir haben uns im Laufe der Zeit überlegt, was kann man Attraktives hinzufügen und was fehlt auf der Messe. So, jetzt will ich nicht behaupten, dass der Bereich Landwirtschaft, Automobil oder Handwerker eher ein Männerdomäne ist, um Gottes Willen. Aber das war für uns jetzt eine schöne, sinnvolle Ergänzung. Auf jeden Fall. Und jetzt haben Sie zu dieser sinnvollen Ergänzung auch noch eine andere sinnvolle Ergänzung gefunden, nämlich einen neuen Ausstellungspartner. Herr Theis, vom Handwerk zur Frauenmesse, die Sie jetzt um Fitness und Wellness ergänzen, sind die Eifler Frauen nicht fit genug gewesen? Doch. Also die ganzen Eifler sind fit. Die Eifel ist eine tolle und erfolgreiche Region. Es ist eine, glaube ich, ganz kluge Weiterentwicklung, die wir gemacht haben. Und wenn man das Handwerkerzelt der letzten Jahre sich nochmal vor Augen führt, dann hat das ja über die vielen Jahre, also seit 1984, als die Innungen in der damaligen Schalterhalle der Volksbank noch ausgestellt haben, es wurde noch Brot gebacken, es wurde Wurst gemacht, es wurden Dachziegel montiert, so hat sich diese ganze Ausstellung, diese Handwerkerausstellung, ja, die letzten Jahre entwickelt hin schon zu einer multikulturellen Ausstellung. Wir hatten Gesundheit, das Rote Kreuz war da, wir hatten Reisebüros, also es war eine Vielfalt. Und jetzt machen wir den Sprung einfach fit for future, fit für die Zukunft und das auf die Belange von Gesundheit, aber auch auf
dem Thema Handwerk, Energie, fit sein, Haus fit halten. Also da kann man alles reinpacken und das versuchen wir mit den neuen Formaten. Da sind wir richtig gespannt drauf, wenn wir uns später auch beim Rundgang ansehen. Vielen Dank, Herr Theis. Aber es gibt dieses Jahr nicht nur keine Landwirtschaftsschau, was natürlich schade ist, und kein Handwerkerzelt, sondern ein Fitness-, Wohlfühl-Frauen-Ausstellungsbereich. Auch die Autohändler gehen völlig neue Wege. Frau Kujaba, Sie machen Schluss mit den Zuckerflausen Ihres Vaters oder was steht hinter der neuen Konzeption Ihres Ausstellungsbereichs? Ja, genau. Wir sind im Zelt abgegangen. Das heißt nicht, dass es damals alles schlecht war. Allerdings gab es natürlich etwas Gichtprobleme. Also mit Gicht gab es etwas Probleme und natürlich auch, wenn man aus solcher Sicht sieht, haben wir natürlich auch gestiegene Kosten. Gestiegene Kosten auch für das Zelt, was das Ganze gar nicht mehr realisierbar gemacht hat. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir möchten nicht auf ganz verzichten, aus der Stadt rausgehen und haben dann in der Händlergemeinschaft gesagt, dass wir trotzdem die Verbindung zur Innenstadt schaffen möchten und haben dann mit dem Orga-Team von Bedermark dann die Trierstraße gefunden als unser neuer Hauptplatz und haben gesagt, dann gehen wir nochmal so ein bisschen weg zu den Roots. Eine Automeile Outdoor und seit draußen ja Outdoor heißt, ist das ja auch total hingegangen. Ja, wunderbar, auch das werden wir uns natürlich gleich beim Rundgang ansehen. Man könnte meinen, so Outdoor, vieles gibt es jetzt gar nicht mehr von dem, was wir so kannten unter dem Label Wiedermark in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, irgendwie alles so ein bisschen abgespeckt. Ganz im Gegenteil, sagt Lars Messerich, Vorsitzender des Gewerbevereins, in dieser Neuausrichtung der Bitburger Messe sehen Sie vor allen Dingen eine riesige Chance. Warum? Es ist einfach, ja, alles im Wandel der Zeit. Und vielleicht war es jetzt auch ganz gut, ja, nach ein paar Jahren Pause nochmal sich zusammenzusetzen und sagen, wie machen wir das Beste draus und wie verändert sich eigentlich das Kundenverhalten, das Kundeninteresse. Und ja, durch diese neuen Gegebenheiten ist der Wiedermarkt ja nicht uninteressanter geworden. Wir sprechen weiterhin alle Kunden und Menschen aus der Region an, auch überregional. Und der Bedermarkt ist eine Marke und dafür kommen die Leute nach Bitburg. Sie wollen sich informieren, sie wollen begeistert werden und ich glaube, das haben wir dieses Jahr auch wieder auf die Beine stellen können. Wir haben alle Teilnehmer an Bord und darüber hinaus eben auch für morgen noch eine Blaulichtmeile auf den Bederplatz auf die Beine gestellt. Das hat man schon im letzten Jahr gemerkt, dass da das Kundeninteresse riesig ist. Und das Thema ist ja auch wichtig, was dort präsentiert wird. Und deswegen haben wir, denke ich, auch eine ganz tolle Bereicherung geschaffen und insgesamt einen interessanten Markt. Das Schöne ist ja auch, dass der Wiedermarkt dieses Jahr sehr kompakt mitten in der Stadt stattfindet, in der Innenstadt. Die totale Innenstadtbelebung, etwas, was nach den Pandemiejahren ja umso wichtiger ist. Alles ist fußläufig zu erreichen, von der Stadthalle bis zum Automeile, bis zum Autosalon, wo wir jetzt im Moment sind, bis zur Blaulichtmeile, die sich morgen auf dem Wiederplatz präsentiert und auch dem Rummel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt haben Sie alle mal kurz gehört hier unsere Messemacher. Bitte mal einen herzlichen Zwischenapplaus dafür, dass Sie Aufbruchstimmung verbreitet. Gut. Erst die Pandemie, dann die Eifel auch hart von der Flutkatastrophe betroffen und seit einem Jahr hält uns nun schon der Krieg in der Ukraine in Atem. Und das alles hat Folgen, die wir schon heute spüren. Ausgang und weitere Auswirkungen heute noch völlig ungewiss. Energie ist teurer, die Inflation steigt und manches Material wird knapp. Herr Nickels, wie ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen aus Ihrer Sicht die Eifelwirtschaft ins Jahr gestartet? Ja, ich denke mal, keine einfache Frage. Sie haben es gesagt, die Wirtschaft insgesamt, aber auch die Unternehmen hier in der Eifel haben ja, 8 Jahre hinter sich. Wir hatten 2 Jahre Pandemie mit allen Folgen, mit Lieferketten, die unterbrochen waren, mit Lockdown und
einem. Und dann haben wir ja eigentlich so, ich denke, wenn wir ein Jahr zurückdenken, Anfang letzten Jahres gedacht, wir haben es gepackt. Corona ist zwar nicht vorbei, aber wir alle können damit umgehen und die Wirtschaft, ja, die Prognosen waren sehr, sehr positiv, haben uns alle gefreut, in ein sehr gutes Jahr zu starten. Ja, dann kam eben dieser 24. Februar und ja, dann kam der Krieg in der Ukraine. Und ich denke, diese Situation hat uns, hat ja, die Wirtschaft sehr hart getroffen und wir haben insbesondere im vergangenen Jahr ja, ein ganz großes Problem gehabt und das Problem ist einfach diese große Unsicherheit, die Nichtplanbarkeit und das ist etwas, ja, was viele Unternehmen hart getroffen hat. Die Preise sind exorbitant gestiegen und ja, Ihre Frage war, wie sieht es dieses Jahr aus? Und ich glaube, wenn wir dieses Jahr mit letztem Jahr vergleichen, dann ist die Stimmung doch etwas besser geworden, das merken wir schon irgendwo. Ich glaube, im letzten Jahr hatten wir alle irgendwo sehr, sehr extreme Krisenszenarien vor Augen. Die haben gedacht, kommen wir überhaupt über den Winter, können wir Energie bezahlen? Und ja, das hat sich in diesem Jahr ein Stück weit aufgehellt. Gleichwohl ist natürlich die ganze geopolitische Situation nach wie vor sehr fragil und die Unsicherheit bleibt. Die Preise sind nach wie vor hoch, aber eben, ja, ich denke, man darf den Optimismus nicht verlieren und umso wichtiger ist es, dass wir ja auch heute hier zusammen sind zum Wedermarkt, weil Wedermarkt ist immer ja, ein Stück weit Aufbruch auch hier für die regionalen Unternehmen und insofern, ja, glaube ich, sollten wir den Optimismus nicht verlieren. Wir alle wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber ich denke, wenn wir alle gemeinsam zusammenstehen, wie auch hier beim Wedermarkt, dann sollten wir positiv nach vorne schauen. Ja, herzlichen Dank für diese Einschätzung, Herr Nickels. Herr Theissen, würden Sie das aus Ihrer Sicht sehen? Was sind die Themen, die riesige Firmen im Moment umtreiben? Ja, also zunächst kann ich mich dem Wort des Kollegen natürlich nur anschließen. Es ist eine herausfordernde Zeit gewesen. Ich sehe aber auch für mich sehr positiv, was Deutschland, was Europa in dieser Zeit gemacht hat, also die politische Einigkeit, mit aller Kraft, mit allen Mitteln dagegen zu kämpfen. Ob das jetzt die Corona-bedingten Schwierigkeiten waren, die Staatshilfen waren einzigartig hoch oder auch jetzt in Zeiten dieses schrecklichen Krieges, merkt man doch, Menschen stehen zusammen oder es gibt einen neuen Zusammenhalt. Es ist in der Tat auch so, dass die Vielfalt der Ereignisse der letzten Jahre, Pandemie, Krieg, Inflation, Zinsanstieg, das ist so viel, was auf einmal zusammengekommen ist, das hatten wir so noch nicht und das ist die große Herausforderung. Und wenn man sieht, wie jetzt alle zusammenhalten, dann macht das optimistisch. Die Vergangenheit hat der Kollege beschrieben, das waren jetzt schwierige Zeiten. Nach vorne, glaube ich, gibt es eine Art Transformation. Das hat Professor Fretscher gestern Abend auch gesagt. Es gibt eine Transformation in der Digitalisierung. Es gibt eine Transformation im Thema Energie, im Thema Gesellschaft und all das sind große Chancen für die Zukunft. Und da, glaube ich, spüren wir auch diesen Mut der Menschen, den Mut der Unternehmer, dabei zu bleiben, etwas zu tun, zu investieren. Es ist ruhiger geworden, ja, die Umstände müssen erst verarbeitet werden. Ich glaube auch, dass dieses Jahr noch ein schwieriges Jahr wird. Aber die Zukunft sehe ich positiv. Es gibt einen schönen Aktienchart, der DAX wird abgebildet über 40 Jahre und dann steht oben drüber 35 oder 40 Gründe, warum man keine Aktien kaufen sollte und das sind dann die ganzen großen Krisen in diesen 40 Jahren, Russlandkrieg, Russlandpleite, 9/11, Irakkrieg, Eurokrise, Dotcom-Blase, all das waren die Gründe, wo die Wirtschaft zurückgegangen ist. Und wenn man dann den Chart sieht, es ist immer wieder nach oben gegangen und so sehe ich das auch für die Zukunft. Das ist ein Wort. Dankeschön, Herr Theiss, für diese Einschätzung. Ja, das war ein super spannender Vortrag gestern Abend beim Wirtschaftspolitischen Forum der Kreissparkasse. Wer von Ihnen war denn da? Und ist heute Morgen schon wieder auf dem Weil. Respekt, Respekt. Ja, spannender Vortrag und ich fand es auch sehr bemerkenswert, dass der Professor sagte, gerade kleine mittelständische Betriebe, Familienbetriebe, die nicht in Management 5-Jahres-Zyklen denken, sondern in Generationen, die sind jetzt die den Laden am Laufen halten und davon haben wir glücklicherweise
in der Eifel richtig viele. Ja, wer Handwerker braucht, vom kleinen mittelständischen Betrieb ist das die Überleitung, der braucht Geduld. Nicht etwa, weil unsere Handwerker langsam wären, sondern weil es zu wenige gibt, Stichwort Fachkräftemangel. Wer allerdings ein neues Auto haben möchte, der braucht auch Geduld. Das hat allerdings andere Gründe. Frau Miara, nur mal angenommen, ich würde mich heute entschließen, hier einen dieser super schicken Neuwagen mir zu leisten. Wie lange müsste ich denn warten, wenn ich mir ein bisschen was an Wunschausstattung noch dabei wünsche? Nach Rücksprache auch mit meinen Händlerkollegen hat sich natürlich das ein oder andere auch wieder normalisiert. Bei gewissen Modellen dauert es natürlich schwerer wie E-Fahrzeuge oder Elektrofahrzeuge, die natürlich etwas oder woanders hergestellt werden, wie in Deutschland. Da sind wir da vielleicht bei 6 Monaten, 3 Vierteljahr. Bei anderen Modellen geht es tatsächlich ein bisschen schneller, 4 Monate, gute 4 Monate. Aber trotzdem, noch von einem halben Jahr gesehen, hatten wir natürlich auch Restriktionen. Halbleitermangel, Chipmangel, Halbleiter kommen aus der Ukraine, die Chips kommen aus China. Da sah es natürlich dann noch ein bisschen anders aus, allerdings hat sich das natürlich ein bisschen normalisiert. Auch das ist ein Beispiel dafür, wie anfällig, aber auch wie vernetzt unsere Wirtschaft ist. Ja, wenn Sie jetzt so überlegen würden, wo sehen Sie, also nehmen wir mal an, Bitburg wäre ein Auto. Was würden Sie denn als Fachfrau sagen, was für ein Auto wäre die Stadt Bitburg? Das ist natürlich die über meine Händlerkollegen Gemeindefrage. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich natürlich für eine Marke brenne, das ist ein BMW. Und den haben wir tatsächlich auch mitgenommen hier in die KSK. Der steht da hinten. Wäre für mich einmal der I7, ist natürlich das Flaggschiff von uns, was natürlich für Luxus steht, aber auch mit Blick in die Zukunft. Und so würde ich tatsächlich die Stadt Bitburg auch mir vorstellen, mit dem Blick in die Zukunft. Sehr schön natürlich. Eine gut motorisierte Stadt zukunftsfähig. Wunderbar, so soll es sein. Frau Maus, worauf dürfen wir uns denn bei Ihnen in der Stadthalle konkret freuen, wenn wir gleich dahin gehen? Worauf sollen wir achten? Man kann sich auf vieles freuen. Also wir haben ja aus einer Zeitnot heraus, wir haben uns nicht zusammen drauf, sondern wir waren uns relativ schnell einig, dass wir zusammenfinden und ein neues Konzept entwickeln. Es ist sicher in diesem Jahr eine stärkere Mischung, als wir das in der Vergangenheit bei der Frauenmesse hatten. Aber es gibt ganz viel, auf das man sich freuen kann. Viele Fitnessangebote, wie eben schon besprochen. Es gibt im Schmuck, wir haben zwei Schmuckanbieter, hatten wir noch nie, die selber herstellen. Es ist auch wieder Mode dabei, auch da eine altbewährte Ausstellerin. Also es gibt viele, viele schöne Sachen. Es gibt auch zwei Jobanbieter. Ja, also die ganz bewusst erfahren sie es. Also es ist in der Tat so, dass sowohl die Bundespolizei als auch die Bundeswehr sehr viel Wert darauf gelegt hat, sich auf der Frauenmesse zu präsentieren, weil die gezielt nach weiblichen Kräften suchen. Also auch das ein etwas anderes Feld in diesem Jahr. Und was ich persönlich auch wieder sehr schön finde, ist, dass wir auch das kleine Café wieder integrieren konnten. Und da darf sich jeder auf einen guten Kaffee, aber auch auf selbstgebackenen Kuchen freuen, so wie man das noch von der Mutter oder auch von der Oma kennt. Also es gibt ganz viele spannende Themen dieses Jahr und ich hoffe, dass wir hier etwas erwarten. Wir sind gespannt und freuen sind. Und sagen Sie herzlichen Dank. Ja, Bitburg, ein stark motorisiertes Auto, zukunftsfähig, so wollen wir es gerne haben, Herr Messerich. Aus Ihrer Sicht, was braucht denn eine Innenstadt wie Bitburger, um zukunftsfähig zu sein? Ja, da können wir natürlich jetzt eine neue Podiumsdiskussion starten zu einem neuen Termin, weil es glaube ich so umfangreich ist. Das machen wir gerne. aber kurz ausgedrückt, was macht eine Innenstadt aus? Ich denke, die Innenstadt ist vielleicht der Motor des Wagens, das Pulsieren des Herzens der Stadt. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir da einen tollen Branchenmix haben für unsere Gäste, die nach Bitburg kommen, für die Menschen, die hier leben. Und ja, eine tolle Aufenthaltsqualität schaffen. Hier trifft man sich, ne? Hier treffen wir die Menschen, die Händlerkollegen.
im Zentrum kommt man zusammen und nicht ohne Grund. Wir laufen viele Aktionen, die in Bitburg stattfinden, im Zentrum, jetzt mit dem Wählermarktauftakt, ganz, ganz wichtig, um einfach wieder viele Kunden zu treffen, Freunde zu treffen, aber auch Kunden der Zukunft zu werben. Und ja, also wir können eigentlich nicht genug dieser Veranstaltung haben, weil wir Menschen lieben das, wir brauchen das und ich denke, die 2 Tage werden sehr, sehr gut besucht werden. Das merkt man jetzt nach 3 Jahren Pandemie mal so gerundet. Das Interesse am lokalen Handel hat enorm zugenommen. Hier werden die Arbeitsplätze geschaffen und gesichert in der Region, man lebt hier und man hat gemerkt, dass eben dieses lokale Zusammenhalten sehr, sehr wichtig ist. Und ja, und deswegen ist die Innenstadt wichtig und ich sehe, dass wir da eine gute Zukunft vor uns haben. Das ist sie auf jeden Fall und wir werden da auch heute durchlaufen. Und da kann man sich mal davon überzeugen, was Bitburg alles zu bieten hat. Und das werden auch die Wählermarktbesucher natürlich in den kommenden 2 Tagen erleben. Ja, in puncto Innenstadt versucht die Politik natürlich auch, alles daran zu setzen, die auf Kurs zu halten. Es wird gebaggert seit 2013, 2012, beginnend mit dem Spittel eigentlich seit 2010. Herr Kandels, wenn Sie jetzt mal zurückblicken, letzter Wählermarkt 2019, jetzt Eröffnung 2023, was sind aus Ihrer persönlichen Sicht die 3 wichtigsten Projekte, die die Stadt Bitburg aufs Gleis gesetzt hat, um die Stadt zukunftsfähig zu machen und auf Kurs zu halten? Da gibt es sehr viele, einmal die sichtbaren. Ja, seit 2019, wenn ich überlege, wir haben im Juli 2019 den neuen Petersplatz eingeweiht, wir hatten Wettbewerbe vorgeschaltet. 2020 kam der grüne See, der Markt dazu, wir haben Außengastronomie am Markt geschaffen, wir haben eine Gedenkstele geschaffen, einen ganz neuen Platz, wir haben einen archäologischen Parcours für Touristen geschaffen, um unsere Geschichte aufmerksam zu machen. Im Maximilianbällchen ist was passiert, da haben wir eine Aufenthaltsqualität geschaffen in Verbindung mit dem Bauverein. Wir haben aber auch Baupläne, ERB-Pläne verabschiedet und man kann heute im Lidl einkaufen, in dem neuen Lidl in der Saarstraße. Also das sind auch so Punkte, wo wir aktiv etwas mitgetan haben. Auf der anderen Seite, gebe ich Herrn Messerich recht, Innenstadt ist ein Thema und da haben wir uns mit Stadtmarketing und Leitbild auf den Weg gemacht. Wir haben eine Steuerungsgruppe gegründet, die das Ganze aktuell mit begleitet. Und ja, wir haben ein Klimaschutzkonzept verabschiedet, ein Radverkehrskonzept verabschiedet, die Radwege ausgebaut. Wir fangen jetzt dieses Jahr noch an, die Markierungen zu machen. Das sind alles Themen. Jetzt waren es aber mehr als 3, oder? Ja, aber Sie sehen, dass sich in 3 Jahren in der Stadt so viel getan hat. Wir haben Baurecht am Wählerplatz geschaffen. Ja, also wir warten jetzt eigentlich nur auf den Baubeginn der großen Investition, auf die viele warten, ja, und dann sieht man. Und dann hoffen wir, dass davon noch Impulse ausgehen für die gesamte Innenstadt. Und dann kommt noch ein Leerstandskataster dazu, was wir anlegen wollen. Und wir stehen auch mit dem Gewerbeverein ja im ständigen Dialog, wollen jetzt auch mit den Gastronomen nochmal ins Gespräch treten, um einfach auch das Angebot attraktiver zu machen. Es bleibt also spannend. Herzlichen Dank für diesen Crash-Überblick, Herr Kandels. Wenn Sie jetzt nach vorne blicken, ich sage mal zum nächsten Wählermarkt, weil wir hoffen ja alle, dass es mit dem Wählermarkt auch weitergeht und dieser Neustart sich nächstes Jahr 2024 fortsetzt. Von welchem einzelnen Projekt, was jetzt so, sagen wir mal, im Hintergrund vielleicht schon am Laufen ist, versprechen Sie sich denn den größten Schub bis zum nächsten Wählermarkt? Ja, ich hoffe, dass natürlich jetzt dann irgendwann auch die Bagger rollen, dass man sieht, in der Innenstadt passiert was. Das ist ein Projekt, das über 13 Jahre jetzt schon diskutiert wird, nämlich die Bildgalerie, sie ist jetzt nochmal in der Umplanung gewesen, dass aber da eine Aufbruchstimmung kommt. Da warten viele, das bremst vielleicht auch den einen oder anderen in der Stadt zu investieren. Und davon würde ich mir viel versprechen, wenn wir da ein Signal sehen würden, dass es hier losgeht. Also 100% für die Bildgalerie. Ja, die Bildgalerie hat uns hier auch schon bei den Wählermarkt-Eröffnungsgesprächsrunden mehrfach beschäftigt. Sie sind als Eröffnungsgäste hier ja so eine Art Orakel, sag ich mal, bei den letzten Umfragen. Ich meine sogar 2019 hatten wir das Thema.
Da waren sie beim Applausometer alle für die Bildgalerie. Das ist schön, das freut mich, das freut auch Herrn Kandels und bestimmt auch natürlich die Projektentwickler. Dieses Jahr würde ich die Frage gerne, ich würde noch mal gerne auf Ihre Kompetenz hier zurückgreifen, natürlich. Kein Biedermarkt ohne Applausometer dieses Jahr, würde ich die Frage ein bisschen umformulieren. Und zwar, Herr Kandels hat es angedeutet, es gibt einfach einen Arsch voller Sachen, die hier geplant sind, die in der Pipeline sind, von denen wir uns wünschen, dass sie realisiert werden. Ein Riesenthema ist ja auch die Ansiedlung der britischen Frasers Group auf dem Flugplatz, die ein paar hundert Arbeitsplätze schaffen wollen, wo wir mal gespannt sind, wie sich das entwickelt. Die stehen auch in den Startlöchern, so wie auch die BIT-Galerie in den Startlöchern steht. Applausometer 2023, liebe Eröffnungsgäste, wird folgende Frage sein. Was glauben Sie, was eher startet? Mit Bagger, ja? mit Bagger, mit BIT. Die Frasers Group auf dem Flugplatz, das können Sie gleich an Stelle 1 applaudieren, ja. Oder aber die BIT-Galerie hier am Bilderplatz, quasi direkt neben der Kreissparkasse. Ich gebe Ihnen ganz kurz einen Moment, nochmal in sich zu gehen, Ihre Orakelkompetenz aufzuspüren, nachzufühlen. Einatmen, ausatmen. Okay, alle sich ihre Gedanken gemacht, dann geht's jetzt los. Also, für alle Eröffnungsgast-Orakel-Menschen, die der Ansicht sind, dass der erste Bagger nicht am Mederplatz, sondern am Flugplatz rollt, und zwar im Auftrag der Frasers Group, der möge bitte jetzt applaudieren. Ja, und wir freuen uns natürlich alle, wenn es so kommt. Und wer von Ihnen der Ansicht ist, dass der erste Bagger in diesem Rennen auf dem Bilderplatz rollen wird, im Auftrag der Investorengruppe BIT-Galerie, der mag jetzt applaudieren. Dum, dum, dum. Was meinen Sie, Herr Kandels? Die Nase vor. Okay, wir freuen uns natürlich auf beide Projekte und eins mehr kann ja überhaupt gar nicht schaden. Herr Preis, Sie haben Mikro. Was war denn Ihr Tipp? Was war Ihr Tipp? Also mein Tipp ist die BIT-Galerie. Ich glaube, das ist jetzt über Jahre entwickelt worden, ist notwendigerweise angepasst worden. Das Käuferverhalten hat sich verändert. Man musste neu planen, es kam die schwierige Zeit, die wir ganz am Anfang bemüht haben. Und jetzt, der Wille ist da, das höre ich zumindest von den Protagonisten, glaube ich auch, dass es dieses Jahr sogar noch losgeht. Ja, vielen Dank. Wir werden das nächstes Jahr natürlich überprüfen und dann nochmal neu abstimmen, mal gucken, was dann passiert. Ja, behalten Sie gerne das Mikro noch, weil der Bilderbarkt ist natürlich nicht nur Messe und Leistungsschau, Kontaktkurse und Ort, Gespräche zu führen, der Bilderbarkt ist auch Party. Heute Abend, für alle, die gestern Abend schon dabei waren, ist Kondition gefragt, heute Abend geht es weiter. Und zwar mit der Volksbank-Band Erich and the Funky Money Rollers im neuen Eventzelt am Grünen See. Herr Theis, worauf freuen Sie sich denn besonders? Ja, also über alles, was passiert, der Lars Messerich hat das schön gesagt, die ganze Stadt ist in Bewegung, auch wenn das eine oder andere fehlt, wir haben es toll weiterentwickelt. Also erstmal freue ich mich, dass das überhaupt in diesem Schwung losgeht, dann ist natürlich die Vielfalt auch wieder gegeben, unter anderem auch mit diesem Eventzelt, wo Tanz, aber auch Talk, wo Musik geboten wird, wo man sich natürlich auch verköstigen kann. Also rundgehen, alles genießen, überall mal reinschauen, es ist überall was dabei. Ja, vielen Dank. Haben wir denn hier in dieser Runde tatsächlich auch Bilderbarkt Neulinge, also Menschen, die zum allerersten Mal jetzt auf dem Bilderbarkt sind, mal kurz die Hand heben. Eine, ja. Also ich meine, fairerweise, einer meiner Chefs auch. Ja, hat auch die Hand. Trauen Sie sich nicht, das ist keine Schande, nie zu spät hier mitzumachen. Ja, schließen Sie sich einfach der Herde an, Sie merken, wenn Sie links und rechts gucken. Die allermeisten hier sind erfahrene Bilderbarkt-Hasen und wissen, wie und wo es weiterläuft.
Abschließend, Herr Nickels, Sie sind ja auch ein Erfahrener wie der Marc Hase. Was ist denn Ihr ultimativer Tipp für Neueinsteiger? Ja, das ist, im Grunde genommen kann man alles empfehlen. Wir haben hier einen wunderbaren Start mit dem Thema Automobil und durch die kompakte Version, die wir haben, wird es sicherlich auch für jeden Neuling am Wedermarkt gelingen, den ganzen Wedermarkt zu erleben. Wir haben 2 Tage noch vor uns, das Wetter scheint zu passen, da freuen wir uns sehr drüber. Insofern, glaube ich, das Highlight des Wedermarktes ist natürlich neben der Präsentation der Unternehmen, neben der Ausstellung insbesondere auch, dass man die Gelegenheit hat, ganz, ganz viele Menschen zu treffen, viele Gespräche zu führen und einfach, ich denke, die 2 Tage erleben. Man sollte die Stadt genießen, man sollte vielleicht auch den Ausflug auf Merlik zu den Autohändlern in Angriff nehmen und natürlich dann heute Abend auch das Fest der Besuchen. Insofern ist für jeden was dabei und wir freuen uns sehr auf einen tollen Wiedermarkt. Herzlichen Dank für dieses Schlusswort, meine sehr geehrten Damen und Herren. Damit sind wir auch schon am Ende von unserer kleinen Eröffnungsgesprächsrunde. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen, den Messemachern, den Ausstellern und allen Besuchern, die in den kommenden 2 Tagen noch da kommen werden, einen erfolgreichen und inspirierenden Wedermarkt 2023, möchte ich mich nochmal ganz besonders bei Ihnen bedanken, dass es überhaupt möglich ist, dass diese Messe heute zum 41. Mal in ihrer Geschichte älteste Messe der Region Trier über die Bühne geht. Danken Sie mit mir nochmal meinen Gesprächspartnern Lars Messerlich, Rainer Nickels, Camilla Bujara, Evelyn Maus, Joachim Kandels und Andreas Kreis.